Er ist angekommen, wir haben uns normal unterhalten und so weiter. Dann kam der Alarm und er blieb in der Wohnung und wir gingen wie immer in den Keller. Und nächsten Tag ist er dann eben zu meiner Mutter noch gefahren. Und ich bin dann so vielleicht so 1, 2 Stunden später auch dorthin gekommen. Und da übergab er mir dann diesen besagten Brief an Jakob Kaiser. Nicht? Über Inhalt und so weiter hat er gar nichts gesagt. Er sagte nur, du musst heute noch unbedingt diesen Brief an Jakob Kaiser bringen, ohne irgendwas auf den Inhalt. Ich habe auch nicht gefragt. Ich fragte grundsätzlich nicht, weil ich wusste, da bringt man die Leute nur in Schwierigkeiten. Gördeler beschwört die Militärs ein letztes Mal, nun endlich zu handeln. Er weiß nicht, dass im Berliner Bendlerblock, dem Hauptquartier der Konspiration, der Zeitpunkt für den Staatsstreich bereits feststeht. Am 20. Juli soll Stauffenberg Hitler mit einer Bombe töten. Gördeler verlässt Berlin. Man bringt ihn mit dem Auto nach Herzberg bei Torgau. Er ist bedrückt und voller Sorge. Auf Gut Ranisdorf bei einem in die Konspiration eingeweihten Freund, dem Baron Palombini, findet er Unterschlupf. Am Abend des 20. Juli erfährt er dort von Stauffenbergs Attentat. Sie hören den Nachrichtendienst. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Brennungen keine Verletzungen erlitten. In Berlin bricht der Aufstand der Offiziere zusammen. Die Anführer werden noch in der Nacht exekutiert. Unverzüglich beginnt eine erbarmungslose Jagd auf die Verschwörer. Adolf Hitler kündigt ein blutiges Strafgericht an. Es ist ein ganz kleiner Flügel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Freitag, 21. Juli 1944. Die Gestapo kommt nach Gut Ranisdorf, um den Baron Palombini zu verhaften. Die Fahnder haben keine Ahnung, dass sich dort der gesuchte Kopf der zivilen Opposition findet. Gördeler wird rechtzeitig gewarnt und verlässt das Haus durch eine Hintertür. Er entkommt in die nahegelegene Annaburger Heide und verbringt die Nacht im Wald. Eine lange Flucht beginnt. Alle seine Hoffnungen, Deutschland zu retten und den Krieg zu beenden, sind gescheitert. Gördeler weiß, dass damit sein Lebenswerk zerstört ist. Eine Landschaft in Westpreußen. Zugfahrt nach Marienwerder. Heute das polnische Kwidzyn. Spurensuche nach dem Leben Karl Gördelers. Was bedeutete denn Ihrem Vater dieses Westpreußen? Ja, das kann man aus eigener Erinnerung und aus den kurzen Jugenderinnerungen, die mein Vater noch kurz vor seiner Verhaftung aufgeschrieben hat, ziemlich deutlich sagen. Mein Vater war in Schneidemühl 1884 geboren und im Alter von 6 Jahren, im Jahre 1890, kam er durch die berufliche Veränderung seines Vaters nach Marienwerder. Aus Marienwerder stammte auch ein Großteil der Familie seiner Mutter, sodass Marienwerder so eine Art Mittelpunkt der Familie war und nun auch der Vater mit seinen Eltern und Geschwistern dorthin zog. Und an dieses Westpreußen, in dem er dann bis 1911 etwa geblieben ist, hatte er nicht nur sehr tiefgreifende Erinnerungen, die Verbindung mit dem Elternhaus, sondern es war die wirkliche Heimat. Die kleine Kreisstadt Marienwerder prägt den jungen Gördeler. Karl wächst auf in einer preußischen Beamtenfamilie, erzogen in konservativer Tradition, in selbstverständlicher Loyalität zu Obrigkeit und Kaiser. Westpreußen ist weit entfernt von den Großmachtträumen Wilhelms II., doch im Elternhaus herrscht eine ausgesprochen politische Atmosphäre. Der Vater, Amtsrichter in Marienwerder, ist zeitweise frei konservativer Abgeordneter im Preußischen Landtag. Die Beziehung zur Mutter ist manchmal gespannt, aber voller Liebe.
Ein besonders inniges Verhältnis besteht zum jüngeren Bruder Fritz. 1911 heiratet Karl seine Cousine Anneliese und wird im darauffolgenden Jahr stellvertretender Bürgermeister in Solingen. Die erste Etappe einer preußischen Beamtenkarriere. Mit dem Beginn des Großen Krieges bricht dieser Weg vorerst ab. Als Artillerieoffizier wird er 1914 an die Ostfront geschickt. Die Kriegsziele des Kaisers enden schon bald im sinnlosen Grabenkrieg. 37 Millionen Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern Europas oder werden verwundet. 1918 organisiert Gördeler die Finanzverwaltung der besetzten russischen Gebiete. Er erlebt dort den Untergang der preußischen Monarchie und die Revolution. Entscheidende Bedeutung für ihn erhält der Kampf gegen die Abtretung deutscher Reichsgebiete an Polen, gegen die harten Bedingungen des Friedensvertrags von Versailles. Alle national gesinnten Deutschen sind bereit, dieses Diktat auch mit Gewalt zu verhindern. Diese Trennung von Ostpreußens und eines Teils von Westpreußen, vom übrigen Reich, wie man sagte, als Folge des Vertrags von Versailles, wurde von allen als ein etwas Ungeheuerliches oder, wenn Sie so wollen, als ein großes Unrecht empfunden. Und hat ja leider auch die politische Szenerie der 20er und 30er Jahre sehr weitgehend beherrscht. Gördeler entschließt sich, auch in der ungeliebten parlamentarisch-demokratischen Republik von Weimar seine Beamtenlaufbahn fortzusetzen und wird zweiter Bürgermeister von Königsberg. Hatten bei seiner Amtseinführung 1920 die linken Parteien noch demonstrativ den Saal verlassen, so erwirbt sich Gördeler auch weit über Ostpreußen hinaus sehr schnell einen Ruf als erfahrener Kommunalpolitiker mit großem Sachverstand in Finanz- und Wirtschaftsfragen. Die Sommerferien verbringt die inzwischen sechsköpfige Familie Gördeler stets im ostpreußischen Seebad Rauschen. Eine fast ungestörte Idylle inmitten der Stürme der 20er Jahre. Vor allem die Wirtschaftsprobleme und der wachsende Extremismus von links und rechts bedrohen die Existenz der Demokratie. Er hatte das Gefühl, dass er vieles richtig machen könne und dass er es dann auch machen solle. Mein Vater hatte, glaube ich, ein recht ungebrochenes Selbstbewusstsein. Das können Sie negativ sehen, das können Sie positiv sehen. Aber ich glaube, zu solchen Menschen wie mein Vater, der war ein ausgesprochener Handlungstyp. Entscheidungsbereit, wollte entscheiden und nahm auch die Entscheidungskonsequenzen auf sich. Das war, glaube ich, auch seine Stärke. Ende der 20er Jahre rückt Gördeler in den Vorstand der Deutschnationalen Volkspartei auf. Als Mitglied des Deutschen Städtetags gehört er zu den Experten für die Verwaltungsreform des Reiches. Und so ist es kein Wunder, dass seine Bewerbung um das Amt des Leipziger Oberbürgermeisters mitten in der Weltwirtschaftskrise erfolgreich ist. Mit knapper Mehrheit wird er 1930 zum Oberhaupt der Messemetropole des Reiches gewählt. Leipzig hat unter der Wirtschaftskrise sehr gelitten. Der große Pelzwarenmarkt war ins Wackeln gekommen durch die Wirtschaftskrise. An sich war Leipzig ja das rote Leipzig. Ich hatte mit Politik sehr wenig zu tun. Im Jahr 1930 habe ich gerade meinen Doktor gemacht. Und man war einigermaßen erstaunt, dass ein deutscher Nationaler aus Königsberg nach Leipzig als Oberbürgermeister geholt wird. Leipzig, das als Messestadt über internationales Renommee verfügt, ist der geeignete Ort für Gördelers politisches Selbstbewusstsein. Doch in erster Linie stellt er sich den dramatischen Wirtschaftsproblemen, die er mit rigorosen Sparmaßnahmen zur Sanierung der Stadtfinanzen einzudämmen sucht. So in meiner Erinnerung ist es immer, die Stadt muss sparen, um das Wichtigste überhaupt leisten zu können. Also das ist ja nicht was Großzieliges, nicht? Es ist nicht auf eine große Zukunft. Und dann
glaube ich, war für meinen Vater schon sehr bewegend die ganze Frage der Wohnsituation der Leute. Also, dass die Arbeiter oft in beengten Verhältnissen oder lichtlos, so diese ganze Liebe zur Stadtrandsiedlung und Schrebergärten, ich glaube, die kam aus einem ganz natürlichen Empfinden, Menschen sollten etwas, da sagen wir mal ein bisschen groß gestochen, menschenwürdiger leben. Im Gegensatz zu seiner Partei, die die Weimarer Republik ablehnt, unterstützt Gördeler den radikalen Sparkurs von Reichskanzler Heinrich Brüning zur Bekämpfung von Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Ende 1931 wird Gördeler zum Reichspreiskommissar ernannt, um die zwangsweise Senkung der Preise zu überwachen. Als Berater des Reichspräsidenten kritisiert er den Fluch des Parlamentarismus und fordert weitreichende Vollmachten für eine autoritäre Regierung, auch zur Abwehr der nationalsozialistischen Gefahr. Eines Tages haben wir im Zug einen Herrn getroffen, das war der Herr Oberbürgermeister, das war Gördeler. Und das war kurz, entweder kurz bevor die SA und SS wieder erlaubt worden ist oder kurz nachher, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war er auf dem Weg nach Berlin immer weiter als Reichskanzler. Und wir waren reichlich erstaunt, wir waren nicht die Einzigen im Coupé, wie man Politik sprach. Und er sagte, die einzige Rettung von Deutschland ist, Hitler und die ganze Gesellschaft einzusperren und die NSDAP zu verbieten. Gördeler hat Hoffnungen, selbst Reichskanzler zu werden, scheitert aber an den Machtkämpfen in Berlin. Die Konservativen versuchen vergeblich, Hitler für ihre Pläne einzuspannen. Der schickt die Nazi-Kampfverbände weiter auf die Straße und wartet auf seine Stunde. Freitag, 21. Juli 1944. Kapitän Hauenstraße in Leipzig-Leutsch. Die Gestapo kommt, um Karl Gördeler zu Hause zu verhaften. Nach der Niederschlagung des Umsturzversuchs hatte man auch eine Kabinettsliste gefunden. Mit Gördeler als Regierungschef. Und dann zeigten sie mir ihre Gestapo-Marke vor und sagten, wir haben jetzt das Haus zu besetzen. Und dann spielte sich das auch so ab, dass die hier in der großen Diele immer zwei Leute so eine Art Wache hielten über uns. Die haben wohl gedacht, sie warten auf meinen Vater, wir wissen es nicht genau. Wir hatten einen herrlichen schwarzen Hund, der noch nie zu einem Menschen so aggressiv war wie zu diesen Gestapo-Leuten, die immer anknurrte. Aber wir waren von da ab nicht mehr freie Menschen. Die Gefängnisse füllen sich. Am Staatsstreich beteiligte Militärs, Oppositionelle, die für Regierungsämter vorgesehen waren, Familienangehörige. Ganz oben auf der Fahndungsliste Karl Gördeler. Dienstag, 25. Juli 1944. Seit drei Tagen versteckt sich der Gesuchte in Gerbesdorf im Haus eines Kriegskameraden. Doch Gördeler will nach Berlin, um sich mit Freunden zu beraten. Er glaubt, dass der Krieg nur noch wenige Wochen dauern wird. In der Hauptstadt trifft sich der Gejagte immer wieder mit Jakob Kaiser und anderen Freunden. Er verbringt die Tage in S-Bahnen, die Nächte in wechselnden Quartieren. Am 31. Juli, seinem 60. Geburtstag, kommt Gördeler nach Friedrichshagen. Er hat dort einen Treffpunkt mit seiner Nichte vereinbart. Es war so ein verwilderter Park am Bahnhof. Es war auch schon dunkel und er erwartete mich da schon und dann gingen wir eben auf eine Bank und haben uns unterhalten über diese fürchterliche Situation. Er ist verzweifelt, dass er nichts für seine Familie tun kann. Und beauftragt seine Nichte, auf Fragen der Gestapo zu sagen, er sei nach Westen geflohen. Und dann haben wir uns voneinander verabschiedet. Und ich fuhr also mit ausgesprochen schlechtem Gewissen nach Hause. Weil ich mir sagte, eigentlich hättest du jetzt sagen müssen, komm doch mit. Aber Sie sehen, man kann dann selber in schwere persönliche Konflikte kommen. Und dann haben wir uns verabschiedet und das war das Letzte. 30. Januar 1933. Adolf Hitler ist Reichskanzler.
Noch glauben die deutschnationalen Mitglieder der Regierung, die Nationalsozialisten zähmen zu können. Sie sehen die Notwendigkeit einer Notstandsdiktatur und stimmen mit einer Reihe von Hitlers Zielen überein. Doch sie ahnen nicht, dass sie nur Statisten sein werden bei der Errichtung einer brutalen Gewaltherrschaft. Mein Vater hat sicher zu Anfang ganz besonders unter diesen Willkürakten gelitten. Also es hat uns nicht als Credo mitgegeben, das war so eine Art Selbstverständlichkeit. In einem Staat durften Menschen nicht der Willkür anderer Menschen ausgeliefert sein. Und verzweifelt oder mindestens unheimlich mein Vater war eigentlich nicht so ein Grübler-Typ, aber ich habe ihn so erlebt in diesem Entscheidungsprozess, kann ich noch in diesem Staat bleiben und immer mal Hoffnung haben, man könne noch etwas mindern. Er gehörte ja zu der nicht so kleinen Schicht von Leuten, die sagten, man könne dieses System noch eindämmen oder die schlimmsten Dinge vermeiden und so weiter. Sicherlich geprägt von den traditionellen Vorbehalten des nationalgesinnten Bürgertums zu den Juden, lehnt der Leipziger Oberbürgermeister über die Übergriffe der Nazis entschieden ab. Am Tag nach dem April-Boykott 1933 besucht Gördeler demonstrativ jüdische Geschäfte. Es war schon eine gewisse Beruhigung, dass der Boykott nach einem Tag abgeblasen wurde. Und man hat immer wieder gehofft, dass durch Intervention des Auslandes und durch Erwachung von vernünftigen Menschen in Deutschland, das Ganze ein Spuk ist. Respektiert ob seiner fachlichen Qualifikation bleibt Gördeler im Amt. Er hofft, Kraft seiner Persönlichkeit, die nationalsozialistische Politik positiv beeinflussen zu können. Wenn wir mit Vertrauen auf uns selbst, mit Klarheit in die wirtschaftlichen Gesetze und mit dem Willen zur Zusammenarbeit mit anderen Völkern an die schweren Aufgaben der Zukunft herantreten, dann werden wir sie lösen. 3 Jahre lang hegt Gördeler die Illusion, dass Hitler seine Ratschläge befolgen werde. Er verfasst Denkschriften und Memoranden, übernimmt 1934 erneut das Amt des Reichspreiskommissars. Die Revision des Vertrages von Versailles, ein starkes Deutschland, will Gördeler unterstützen. Nicht aber die riskante Politik der Nazis. Gegen den totalen Machtanspruch Hitlers und den Staatsterror kann er nichts ausrichten. Ich glaube nicht, dass Leipzig besser oder schlechter war als die meisten deutschen Großstädte. Mit Ausnahme von, sagen wir, Nürnberg, wo solche Kerle wie Streicher regiert haben. Das tägliche Leben ging so ungefähr weiter. Man war bloß aus dem täglichen Leben ausgebotet. Gauparteitag der Nazis in Leipzig. Mitte der 30er Jahre sind die Ziele des Diktators offenbar. Herrschaft der Partei, Militarisierung der Gesellschaft, Aufrüstung ohne Rücksicht auf die Wirtschaft. Alle Warnungen Gördelers werden von Hitler ignoriert. Trotz seiner zunehmend kritischen Haltung wird der Oberbürgermeister 1936 im Amt bestätigt. Nun, man war auch froh, dass man keinen nationalsozialistischen Oberbürgermeister hatte. Dass er immer noch weiter da war. Und dann kam die berühmte Geschichte mit Mendelssohn-Denkmal. Während einer Auslandsreise Gördelers im November 1936 beseitigen die Nazis das Denkmal des jüdischen Komponisten vor dem Gewandhaus. Das hat große Aufregung erzeugt, denn das, so viel wussten wir nun auch wieder Bescheid, dass mein Vater fast das Bleiben oder Nichtverbleiben im Amt abhängig machte, dass diese Absicht von ihm, das Mendelssohn-Denkmal der Stadt Leipzig zu erhalten, für ihn entscheidend wurde. Also daran erinnere ich mich, dass als wir das hörten, das ist weggenommen, dass ich so das Gefühl hatte, jetzt wird er gehen. Schon in den Jahren zuvor hatte Gördeler erfolglos versucht, die Umbenennung von jüdischen Straßennamen zu verhindern. Jetzt reicht er seinen Rücktritt ein. Im Protokoll der Ratsherrensitzung vom 2. Dezember 1936 wird betont, dass die Mendelssohn-Denkmalsangelegenheit nur der äußere Anlass zu dem Konflikt sei.
Die eigentliche Ursache liege in einer entgegengesetzten Weltanschauung des Herrn Oberbürgermeister Dr. Görbeler zum Nationalsozialismus. Die Ratsherren nehmen das Rücktrittsgesuch an. Nun wird auch Leipzig rein nationalsozialistisch regiert. Görbeler ist an einem Wendepunkt angelangt. Seiner Überzeugung wegen hat er ein Amt aufgegeben, das er leidenschaftlich liebte. Mein Vater wollte, glaube ich, beides. Er wollte wieder auch äußerlich dem Ausland gegenüber ein bisschen stolz sein können auf sein Vaterland. Er wollte aber gleichzeitig auf keinen Fall teilhaben an einem verbrecherischen Lande. Nach seinem Rücktritt beginnt Görbeler damit, in ganz Deutschland unzählige Gespräche zu führen. Sei es mit Oppositionellen, sei es mit gemäßigten Nationalsozialisten. In Stuttgart übernimmt er eine beratende Tätigkeit für den Industriellen Robert Bosch. Durch diese Stellung erhält Görbeler die notwendige Tarnung und finanzielle Unabhängigkeit für ausgedehnte Reisen. Er will im Ausland vor der wachsenden Kriegsgefahr aus Deutschland warnen. Wir wussten, worum es geht. Wir hatten viel zu sehr vorher schon den Zorn meines Vaters erlebt, weil ich höre ihn noch, Vater konnte sehr deftig und einfach reden, sagen, da kriechen doch die Diplomaten noch auf die Reichsparteitage nach Nürnberg, da kriechen sie da nach der Olympiade 69, da kommen sie da alle angekrochen zu diesem Hitler. Also das war schon so ganz klar, dass mein Vater ärgerlich, verzweifelt, böse, wie sie es nennen wollen, war, dass das Ausland dem Hitler nicht schärfer Kontra gab. Als Repräsentant des anderen Deutschland versucht Görbeler vor allem Politiker in England und den USA zum Handeln zu bewegen. Schwer krank und desillusioniert ob seine erfolglosen Gespräche, schreibt Görbeler im Dezember 1937 in New York ein politisches Testament. Angesichts der Entschlossenheit der NS-Machthaber, an der Macht zu bleiben und hierzu jedes, auch das brutalste Mittel zu benutzen, hat das deutsche Volk einen schweren Leidensweg vor sich. Wie er dem Präsidenten der Bank von England gegenüberstand, dem Sir Montague, war wohl vom Schacht zu dem empfohlen. Und da sagte mein Vater, stellt euch vor, da stehe ich vor dem. Mein Vater war groß und schlank. Und der Montague guckt von mir nach oben, nach unten, nachdem ich ihn gewarnt habe vor Hitler. Und gibt mir zu verstehen, that's not gentlemanlike, speaking as a German. About its government. Also es ist nicht herrenmäßig, ein anständiger Mensch, ein anständiger Deutscher spricht nicht so über seine Regierung. Und das konnte er mit einem gewissen Schmunzeln erzählen, aber auch natürlich mit einer gewissen, stellt euch mal vor, wie schwierig es ist, dass sie noch gar nicht kapiert haben, dass der Hitler auch eine Art Weltgefahr ist, sodass ich eigentlich ein Recht hatte, meine Regierung anzuklagen. Görbelers Warnungen verhallen unbeirrt. Die Regierungen Englands und Frankreichs hoffen, eine neue Friedensordnung in Mitteleuropa schaffen zu können. Das Münchner Abkommen vom September 1938 macht jedoch den Weg frei für Hitlers Kampf um die Vorherrschaft in Europa. Die Wehrmacht besetzt das Sudetenland und 1939 Prag. Im Juli 1939 reist Görbeler in Begleitung seines Sohnes Christian durch den vorderen Orient und trifft in Ankara auch seinen ehemaligen Amtskollegen aus Magdeburg, den Sozialdemokraten Ernst Reuter. Mein Vater hatte von Karl Görbeler immer, denke ich, einen Eindruck eines tief engagierten, eines überzeugten Mannes, wenn auch aus ganz anderen Wurzeln kommend als er selber, ein zutiefst durch die bürgerliche Welt geprägten Mannes, der aber ein Patriot gewesen ist. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie mein Vater zu Hause erzählt hat von der Begegnung. Es ging ja nicht darum, dass nun konkret sozusagen verschwörerisch darüber geredet wurde, was soll jetzt geschehen, sondern es war wohl mehr eine Schilderung
die Herr Gördel an meinem Vater gegeben hatte, wie die Situation in Deutschland zu beurteilen ist und insbesondere wohl eine Darstellung, dass nach der Überzeugung von Gördel die aus der Wehrmacht heraus ein Widerstand da wäre, der verhindern würde, dass dieser Mensch Hitler Deutschland in die Katastrophe, sprich in den Weltkrieg hereintreiben könnte. Am 1. September 1939 überfällt Nazi-Deutschland Polen. Die Generalität folgt Hitler bedingungslos in den Zweiten Weltkrieg. Alle Überlegungen der oppositionellen Militärs zum Sturz des Diktators bleiben Planspiele. Deutschland jubelt angesichts der Siege. Nur wenige sehen, dass man unaufhaltsam der Katastrophe entgegengeht. Einer, der Hitlers Pläne durchschaut hat und deswegen schon 1938 zurücktrat, ist Generaloberst Ludwig Beck. Zusammen mit dem Oberst der Abwehr Hans Oster wird er zur treibenden Kraft des militärischen Widerstands. Gördeler führt die Militärs mit konservativen Hitlergegnern zusammen, darunter Ulrich von Hassel, ein ehemaliger Diplomat, und Johannes Popitz, vor 33 preußischer Finanzminister. Noch glauben diese Politiker und Militärs, dass mit einem Staatsstreich die wiedererrungene Großmachtstellung Deutschlands gesichert bleibt. Ob mit einem Monarchen oder mit einem gemäßigten Nationalsozialisten an der Spitze, es gibt viele Pläne und Erwägungen, wie ein autoritärer Staat aussehen sollte. Zunehmend löst Gördeler sich von gewissen nationalistischen Vorstellungen. Ehemalige Gewerkschaftsführer und Sozialdemokraten wie Wilhelm Leuschner und Julius Leber werden zu politischen Vertrauten. Auch der christliche Gewerkschafter Jakob Kaiser und Rechtsanwalt Josef Wirmar zählen zu diesem Kreis überzeugter Hitlergegner. Sie wollen Verantwortung in einem neuen Deutschland tragen und akzeptieren Gördeler als Kopf der zivilen Opposition. Mein Vater war sehr viel weniger zu Hause in Leipzig, sondern reiste immer wieder nach Berlin. Sie wissen ja heute, wie er so ein ganzes Netz von Verschworenen aufbaute. Reiste viel nach Stuttgart und ich hatte immer schon sehr viel mehr, man hatte schon viel mehr das Gefühl, jetzt ist er in einem richtigen aktiven Kampf. Oder er versucht, einen aktiven Kampf zu führen gegen dieses Regime. Dienstag, 1. August 1944, Berlin-Friedrichshagen, Gildenburger Pfad 4. Ohne Karl Gördeler vorher gekannt zu haben, hat der Bürodiener Bruno Labetzky dem Gesuchten Unterschlupf gewährt. Die Familie teilt ihre schmalen Lebensmittelrationen mit dem für sie gefährlichen Gast. Am Abend hören sie im Londoner Rundfunk, dass die Gestapo jetzt öffentlich nach Gördeler sucht. Mit einem Kopfgeld von 1 Million Reichsmark. Fahndung nach Dr. Gördeler. Alle Zeitungen des Reiches drucken den Steckbrief. Ich saß im Zug von München, trank eine Tasse Kaffee im Speisewagen, den es noch gab. Mir gegenüber saß ein SS-Offizier, der las den Völkischen Beobachter. Als er ihn zu Ende gelesen hat, bat ich ihn, mir einmal einen Blick in die Zeitung zu gönnen. Und ich schlug das erste Blatt auf und sah das Foto meines Vaters mit dem ausgeschriebenen 1 Million auf seinen Kopf. Das Haus der Gördelers in Leipzig ist leer. Die Ehefrau und alle Kinder sind nach und nach verhaftet worden. Er selbst verlässt am 8. August Berlin und flieht in Richtung Osten, in seine Heimatstadt Marienwerder. Was glauben Sie denn, was in Ihrem Vater vorgegangen ist, als er hier hergekommen ist? August 44. Ich glaube, dass er tief deprimiert war über die Erkenntnis, dass nach dem Scheitern des Attentats vom 20. Juli alle Bemühungen sich als vergeblich herausgestellt haben, dass Deutschen sich von sich aus von dem Unrechtssystem des Nationalsozialismus hätten befreien können.
1942. Auf Hitlers Befehl haben die deutschen Soldaten fast ganz Europa überrannt. Doch im Krieg gegen die Sowjetunion zerbricht der Wahn von der Weltherrschaft. Überall in den besetzten Gebieten verüben die Nazis barbarische Verbrechen. Als Gördelers Sohn Christian in Frankreich gegen Geiselerschießungen protestiert, wird er strafversetzt und fällt im Mai an der Ostfront. Der Tod dieses Sohnes Christian war ja deshalb für meinen Vater ein besonderer Schmerz, weil dieser Sohn eben 39 Mal gesagt hatte, wir wandern aus. Weil dieser Sohn im Jahr 36 dem Vater erklärt hat, nein, ein Eid auf dem Hitler kann ich als Offizier nicht leisten. Und mein Vater schweren Gewissens ihm zuriet, mache es jetzt, denn jetzt sind wir alle schon ein bisschen in der gefährlichen Situation. Wenn du sagst, du lehnst jetzt den Eid ab, dann weiß ich gar nicht, was mit dir passiert. Immer rastloser versucht Karl Gördeler, neue Kontakte zu knüpfen für das Netz der Konspiration. Er ist überzeugt, dass diesem Regime und seinem sinnlosen Krieg ein Ende gesetzt werden muss. Im August 1942 reist er im Auftrag von Ludwig Beck mit gefälschten Papieren zur Heeresgruppe Mitte nach Smolensk, um Feldmarschall Günther von Kluge zum Handeln zu bewegen. Dort hat Oberst Henning von Treskow eine Gruppe entschlossener Offiziere um sich geschart. Gördeler soll ihm helfen, den Heerführer auf die Seite der Verschwörer zu ziehen. Es wurde gesagt, Gördeler wäre bei Bosch angestellt und würde Kluge neue Zünder vorführen. Nun war Kluge zwar Artillerist und verstand etwas von Zündern, aber er war sicher nicht der Waffen- und Zündungstechniker, der neue Zündermodelle vorgeführt bekommen sollte und das beurteilen konnte. So war dieser Grund auch sehr obsolet. Und beides zusammengenommen, die kurzfristige Ansage, die völlig aus dem Rahmen fiel, und der Besuchsgrund waren so merkwürdig, dass mir von vornherein klar war, das ist nicht der wahre Grund und da ist was anderes dahinter, das ist schon konspirativ. Dann kriegte ich ja furchtbar oft mit, dass mein Vater so unglücklich war, dass die Militärs, auf deren Handel man ja warten muss, zivile Leute hatten keine Macht. Es bedurfte des Militärs. Und da ging es immer darum, der macht wieder nichts oder sowas ähnliches. Der handelt wieder nicht. Oder ganz hart, der hat sich wieder von Hitler bestechen lassen. Das gab es ja auch. Die Generäle gehorchen allen Durchhaltebefehlen des Führers. Selbst angesichts der Niederlage von Stalingrad sind sie nicht bereit, gegen Hitler Front zu machen. Obwohl dieser Deutschland so offensichtlich ins Verderben führt. Die Verschwörer entschließen sich auch ohne die Frontbefehlshaber zu handeln. Als Hitler im März 1943 zu einem Truppenbesuch nach Smolensk kommt, ergreift Treskow die Chance. Er lässt eine Sprengladung in das Flugzeug schmuggeln. Doch die Bombe explodiert nicht. Gördeler ist entschieden gegen ein Attentat. Er will den Diktator verhaften lassen und vor Gericht stellen. Man bringt keinen um. Auch wenn er noch so großer Verbrecher ist, nicht abgeurteilt worden, bringt man keinen Menschen um. Das Motiv dahinter war rein ja, christliche Einstellung, kann ich nur sagen. Und das wurde doch nicht auseinandergerätet und betreten und so weiter. Er war einfach gegen das Attentat und hielt sich auch für berufen, dem Hitler einzureden, er sollte abtreten. Mein Vater hat doch eigentlich Menschen immer für qua Vernunft überzeugbar gehalten. Ich glaube, wenn er was überschätzt hat, die Fähigkeit des Menschen überzeugt zu werden, Kraft besserer Einsicht. Unermüdlich führt Gördeler Gespräche mit den verschiedenen Gruppen von Hitlergegnern. Er drängt und mahnt, endlich den Staatsstreich zu wagen, um Deutschland zu retten. Immer neue Pläne werden ausgearbeitet, Kabinettslisten aufgestellt. Ludwig Becks Autorität ist unbestritten. Er ist als Staatsoberhaupt vorgesehen. General Friedrich Olbricht koordiniert die militärischen Planungen für den Umsturz. Ab Oktober 1943 wird Oberst Klaus von Stauffenberg zum Motor der Verschwörung. Er hat Vorbehalte gegenüber den politischen Zielen Gördelers. Der Stauffenberg war von, sagen wir, von Leber mehr beeindruckt als von Gördeler. Die konnten einfach besser zusammen.
Und ich bin überzeugt, wenn der Staatsstreich gelungen wäre, dann hätte Stauffenberg den Leber vorgezogen. Das war ein bisschen kompliziert, die Spannung, die dadurch gewesen ist, aber so war es einfach. Der Sozialdemokrat Julius Leber oder der konservative Gördeler als Reichskanzler? Diese Frage bleibt zweitrangig. Deutschland versinkt in Trümmern. Die Alliierten fordern bedingungslose Kapitulation. Gördeler glaubt, durch Kontakte nach England den Vormarsch des Bolschewismus in Europa abwenden zu können. Aber alle seine Hoffnungen erweisen sich als Illusion. Da war er wirklich fast verzweifelt, ob es noch richtig sei, zu diesem Moment ein so risikoreiches Unternehmen zu machen. Wissen Sie, das war deshalb so risikoreich. Mein Vater hatte ja, ähnlich wie Bonhoeffer, über die Schweiz und über Schweden immer wieder versucht, noch mit ein paar anderen Leuten, das ist ja nicht alleine, es ist nur jetzt von meinem Vater die Rede, vor allem die Engländer zu gewinnen, dass sie irgendein Entgegenkommen zeigen würden für den Fall eines Hitlersturzes. Und diese Hoffnungen wurden immer, immer geringer. Das Ausland signalisierte kaum noch irgendeine, wenn nicht überhaupt gar keine entgegen. In Kauf genommen. Auf der anderen Seite war eben Marienwerder auch nicht mehr allzu weit von dem damaligen Stand der deutsch-russischen Frontlinien entfernt. Welche Momente ihn letztlich bewogen haben, den Weg von Berlin nach Marienwerder zu nehmen, da befindet man sich eigentlich auch als Sohn. Das geht meinen Schwestern genauso. Völlig im Ungewissen. Samstag, 12. August 1944. Gördeler hat die Nacht im Freien verbracht und erreicht am Morgen eine Gaststätte bei Konradswalde. Todmüde bestellt er etwas zu essen. Später wird eine Illustrierte die nun folgende Szene nachstellen. Eine Luftwaffenhelferin erkennt den Gesuchten. Sie übergibt zwei Zahlmeistern einen Zettel mit der Nachricht: Auf dem Sofa sitzt der Gördeler. Er versucht zu fliehen und wird verhaftet. Helene Schwärzel erhält die Belohnung aus der Hand des Führers. Die Nachricht von der Festnahme dringt auch bis in die Gefängnisse der Gestapo. Da hörte ich nur einmal: Jetzt haben Sie auch den Gördeler. Das rief eine der anderen zu. Da waren wohl mehr politische Gefangene, als ich wusste, denn ich war ja zunächst in einer Einzelzelle. Das war also furchtbar, als ich das hörte. Und naja, man ahnte ja, dass dann noch Schlimmeres kommt. In entwürdigenden Schauprozessen lässt Hitler die Vertreter des besseren Deutschland aburteilen. Vom Präsidenten des Volksgerichtshofs Roland Freisler, dem Henker in Richterrobe. Am 7. September wird auch Karl Gördeler der Prozess gemacht. Als nächstes wollen wir Gördeler vernehmen. Von der Haft und den Gestapo-Verhören gezeichnet, tritt der Angeklagte vor Freisler. In den tagelangen Vernehmungen hat er bereits detaillierte Aussagen über die Verschwörung gemacht. Was ihn dazu veranlasste, ist unbekannt. Wahrscheinlich war es das vergebliche Bemühen, die Breite der Opposition den Machthabern vor Augen zu führen. Noch immer will er sie veranlassen, den sinnlosen Krieg zu beenden. Das hatte ich mir nämlich auch gesagt. Und Hassel, der vielleicht nicht immer. Ja. Und
Was war da das Ergebnis der Erwägungen? Das Ergebnis der Erwägungen war, dass Herr Beck versuchen solle, durch seinen Einfluss auf seine Kameraden eine solche Vorstellung mehrerer Generalfeldmarschäle. Der älteste Generalfeldmarschall sollte einen Vortrag mehrerer Generalfeldmarschäle herbeiführen und das wollte veranlassen Beck. Mitte September öffnete sich die Zellentür und die Wärterin, die warf so mehr oder weniger eine Zeitung rein und sagte, das sollen Sie lesen. Und da sah ich nur so die erste Zeile, die muss etwa gelautet haben, Tod durch den Strang, Gordeler oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr im Wortlaut, aber eben sozusagen die ganze Furchtbarkeit muss in dieser Zeile gelegen haben. Karl Gördeler wird nicht wie die meisten Verurteilten sofort hingerichtet. In grausamer Einsamkeit verbringt er noch fast 5 Monate in den Kerkern der Gestapo. In dieser Zeit entstehen Schriften über die Zukunft und den Wiederaufbau Deutschlands, aber auch sehr persönliche Aufzeichnungen und Briefe. Gördeler hadert mit Gott. In seinen letzten Zeilen aber bittet er die Welt, das Märtyrerschicksal der Verschwörer anzunehmen, als Buße für das deutsche Volk. Es ist was zerbrochen und doch glaubt er noch, es hat einen Sinn, andere zu bitten. Also diese Briefe, wo er, also da redet er so in seinem Kummer den Churchill an, sah, und den Papst, also sozusagen Aufrufe an die Mächtigen der Welt, straft mein Volk nicht bis zum Letzten. Ihr habt auch nicht gehört, das kommt sehr oft, als ich euch gewarnt habe. Und wenn dieses wenn ihr das so schlimm straft, dann wird es auf der Welt nie Frieden geben. Und die Welt muss versuchen, endlich in einen Zustand zu kommen, wo es keine Kriege mehr gibt. Am Nachmittag des 2. Februar 1945 bringen die Schergen des Regimes Karl Gördeler zur Hinrichtung nach Plötzensee. Seine Familie erhält erst nach Kriegsende Gewissheit über sein Schicksal.